Mein Haus, mein Auto, mein Elite-Level. Alles über das Elite-Level 20 in diesem Video. Bleibt dran, bis gleich, euer Soul-Eye. Na, wisst ihr noch, wo ihr das Spiel angefangen habt? Elite-Level 1, 2, 3, 4, 5. Ging super easy, man hat sich gefreut über die ganzen Vorzüge. Und dann wird es immer schwieriger. Ne, man muss immer Geld ausgeben, beziehungsweise sehr viele Rubine investieren. Oder halt diese Elite-Punkte sammeln, die man ja täglich bekommt, aber das ist winzig. Oder man kauft sich Packs, und da kriegt man schon einige. Aber es gibt Spiele hier in The Walking Dead Survivors, die mögen das Spiel, die spielen das richtig gerne und die möchten auch stark sein. Ja, das ist jedem selbst überlassen, finde ich aber auch gut, weil so können wir wenigstens sehen, wie das mal aussieht. Ne? Wie das aussieht, wenn einer ein neues Fahrzeug kauft, Elite Level 20 wird. Und dieses Elite Level 20, das schauen wir uns jetzt mal an. Und zwar erstmal vielen Dank an Darupper für das Bereitstellen des Videos. Er ist aktuell auf Elite Level 19 und donnert und knallt hier richtig viele Rubine raus, um auf Elite Level 20 zu kommen. Ne? 2,7 Millionen Elite-Punkte kauft er sich hier. Natürlich sind es auch 2,7 Millionen Rubine. Ne? Ihr wisst, aktuell 20.000 Rubine kosten 119 Euro. Könnt ihr euch ja mal hochrechnen. Ne? Wahnsinn, ja. Und er hat Elite Level 20 erreicht. Nicht schlecht, ja. Ja, also wie gesagt, die Großen, die können sich gerne kappeln. Ich als kleiner Spieler schaue gerne am Rand zu, ja. Und schaue auch gerne zu, wie das Ganze aussieht, wenn ein großer Spieler was kauft oder was beschwört, ja, oder auflevelt. Ist immer cool, dann kann ich euch das zeigen und wir können ja auch mal träumen, ne? Okay, das sind die Vorzüge, ne? Schaden aller Kämpfer, Marschkapazität, Marschtempo, hui, meine Herren, ja, und er bekommt täglich 5 goldene Hüte, Langstrecken, Kämpfermarken, aber ein Wal, der alles hat, der braucht diese Sachen nicht mehr. Und ja, Wale bzw. Spieler, die viel Geld ausgeben in diesem Spiel, die freuen sich natürlich auf neue Sachen, ja. Der neue oder das neue Kampf-LKW kam ja raus, 2-3 Tage später haben das viele sich ja, gekauft und natürlich auch, auch aufgemaxt, ja, also richtig hochgepusht bis zum Maximum. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Also, ja, keine Ahnung, mir fehlt da die Sprache, die Worte, alles, ja, okay. Ja, ich habe eine kleine Idee. Und zwar werde ich mal versuchen, mal ein Interview mit einem Spieler ja, zu bekommen oder zu machen, der viel Geld ausgibt. Das wäre mal interessant. Ich halte euch auf den Laufenden. Ansonsten habt ihr gesehen, von Elite Level 19 auf 20, ne, das teuerste hier in diesem Spiel, wo du richtig viel Geld ausgeben kannst, weil du brauchst die Rubine oder halt diese Elite-Punkte. Schreibt in die Kommentare, was ihr drüber denkt. Abonnieren sowieso, liken, nur so könnt ihr oder verpasst ihr nicht neue Videos, ne, und immer die Glocke aktivieren, das ist ganz wichtig. Leute, wir hören uns im nächsten Video. Macht's gut. Euer Soul-Eye. Bis dann.